Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Build. Diesmal möchte ich mit euch zusammen eine Grundschule bauen. Die Schule wird 75 x 76 Blöcke groß und verfügt am Ende über 8 Klassenräume und 3 Extraräume und natürlich noch den Lehrerbereich. Wir brauchen dazu weiß gefärbten Ton, grau gefärbten Ton, Pflasterstein, graues Glas, normales Glas und eine Akazienholztür. Wir fangen hier an. Im Moment machen wir erstmal alles aus dem weißen Lehm. Und zwar geht das hier 31 Blöcke in die Richtung. Ich habe mir das auf dem Boden schon ein bisschen markiert, damit das etwas leichter für mich ist. Das hier sind 31. Und dann geht es 11 Blöcke in die Richtung. In die sind es 13. Hier wieder 11. Und hier 31. Wir machen jetzt erstmal alles aus weißem Ton, den gesamten Grundriss. Und später die Akzente machen wir dann mit dem grauen Ton. Allerdings erst, wie gesagt, später. Das ist nur ein bisschen was. Und es ist jetzt erstmal einfacher, den Grundriss nur in weiß zu machen. In die Richtung sind es jetzt 26. In die 8. Hier sind es 24. Wieder 8 und hier wieder 26. In die Richtung sind es 75. Und in die Richtung hier sind es 76 Blöcke. Die Seite jetzt gerade mit der Vorderseite verbinden. So, wenn wir das verbunden haben, dann machen wir gerade hier vorne weiter. Hier kommen 10 hin. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dann auch gerade mit hier mit der Wand verbinden. Dann haben wir hier einen Flur mit 5er Breite. Und die können wir hier bis hier vorne durchziehen und da verbinden. Hier haben wir wieder einen Raum mit, also mit 5er Breite. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Vorraum. Hier hinten kommt ein Raum mit 3er Breite hin. Das wird die Toilette. Hier noch eine Tür rein und hier noch eine Tür rein. Und das hier ist unser Klassenzimmer. Die Klassenzimmer sind alle 13 breit und 18 lang. Dann kommt hier hinten auch noch ein Klassenraum hin, und zwar nehmen wir hier die Breite mit. Gerade hier das wieder so verbinden. Bis ganz nach hinten. Und dann haben wir hier einen Raum wieder mit 5er Breite, den Vorraum. Und die Toilette. Da wieder die Türen rein. Und dann haben wir eine Seite schon fertig. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und zwar haben wir hier auch einen Raum, der 10 in die Richtung ist. 5, 7, 10.
und dann in die Richtung. So, verbinden. Hier kommen später Vertrauenslehrer rein und die Krankenstation. Und da hinten kommt der Hausmeister rein. Dann haben wir hier wieder einen Gang mit 5er Breite. Und hier kommt dann ein Raum hin, das wird das Sekretariat. Hier haben wir auch eine 5er Breite. Und dann 8 in die Richtung. 2, 3, 4, 8 und dann gerade wieder ein bisschen nach vorne zum Flur. Da machen wir hier auch so einen Pönöbel, dass wir gerade so eine Einserwand hier haben. Das wird so dieser Vorraum-Wartebereich für das Sekretariat und hier kommt dann das Sekretariat rein. Dann können wir diese Wand bis ganz nach hinten durchziehen, bis ganz ans Ende. So. Und dann kommen hier jetzt zwei Klassenräume rein. Hier kommt ein Vorraum hin mit 5. 5. So, hier wieder die Toilette. Die Türen rein. Und dann ist das hier 18 lang. So, das müsste stimmen. Jawohl. Und dann gerade hier wieder mit der Wand verbinden und da kommt dann der nächste Klassenraum rein. Und hier auch wieder 18, der andere Vorraum kommt jetzt auf die andere Seite. Jawohl, stimmt. Dann wieder das durchziehen. Dann haben wir hier eine 5er Breite. Und unsere Toilette. Die Türen rein. Und dann kommt der Lehrerbereich. Hier kommen jetzt Toiletten rein. Und zwar sind die 6. Hier kommt dann auch noch mal eine kleine Zwischenmauer rein und dann einfach mit hier vorne verbinden. Tür rein. Ich kann mal zählen hier. 6. Da habe ich mich nämlich vertan. 5, 6. Das sind hier. Hier sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier sind es 5 und nicht 6. 4, 5, genau. Und hier kommt dann nochmal so eine Zwischenmauer rein für die Toilette. Und hier ist dann der Waschbereich. Hier dann auch. Genau das gleiche. Dreier Breite und auch so ein Ding rein. Und dann machen wir hier noch das Sekretariat. Da kommen hier noch 3 Blöcke dazu und dann hier gerade verbinden, dann haben wir hier eine 11er Breite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, das ist unser Sekretariat. Da können wir da vorne noch eine Tür reinmachen. Und hier ist dann unser Lehrerzimmer. Da kommt hier auch eine Tür rein, die machen wir hier rein. Und dann haben wir den unteren Grundriss auch schon fast fertig. Da fehlt jetzt nur noch der Schulgarten. Und da haben wir hier 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hierhin. Und den machen wir bis zum Flur, also auch, dass hier nur 5 frei sind. 1, 2, 3, 4, 5. So, dass wir quasi hier einen langen 5er Flur haben. Und auf der anderen Seite machen wir dann gleich das Gleiche, auch bis dahin. Hier, genau.
Und dann einfach schon ein Stück die Mauern mitnehmen. Und dann haben wir von der anderen Seite, von dieser Wand bis zu der anderen dann 24 Blöcke. So, bis hierher. Und dann hier verbinden. So, hier kommen dann Treppen nach oben hin. Und zwar sind die Treppen 4 breit. Und auf der anderen Seite machen wir da das Gleiche. Die sind 4 breit. Wie weit das letztendlich bis hierher geht, das weiß ich noch gar nicht. Das habe ich nicht ausgemessen. Das sehen wir dann, wenn wir mit der Treppe nach oben gehen in das nächste Stockwerk. Dann können wir jetzt anfangen, die Mauern hochzuziehen. Und zwar auf eine 5er Deckenhöhe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 und dann hier den 6. drauf für die Decke dann. Und das machen wir jetzt mit jeder Mauer, außer mit dem Innenring, den wir gerade eben gemacht haben. Wenn wir die ganzen Mauern hochgezogen haben, dann gehen wir an unseren Innenring. Und zwar machen wir diese hier weg und setzen die 1 tiefer. Also in den Boden rein, bis auf die Wand, die lassen wir stehen. Machen wir das einmal komplett und zu. Wenn wir das fertig haben, dann machen wir hier ein 6 Blöcke hoch, also ganz normal wie unsere Mauern auch. 4, 5, 6. Die Wand hier wird dann später auch 6 hoch, die hier. Und hier hinten kommen auch noch so eine Ecke, so ein Dreieck, auch 6 hoch. 6 und die Ecke auch, genauso, auch so ein Dreieck. 5 und 6 und hier hinten kommt dann auch noch der 6 hoch. 3, 4, 5, 6. Hier füllen wir die Mauer auf und die ganzen Zwischenräume hier füllen wir auch bis 6er Höhe mit dem ganz normalen Glas auf. Wenn wir das komplett fertig haben, dann können wir mit dem Boden der Schule weitermachen. Und zwar werden wir den gesamten Boden in Kobbel machen. Also die komplette Schule, die Gänge und die Klassenräume und auch die Toiletten wird alles aus Kobbel gemacht. Den gesamten Boden der Schule einmal austauschen. Wenn wir den ganzen Boden drin haben, können wir mit den Türen und mit den Fenstern weitermachen. Und zwar kommt hier vorne im Eingangsbereich 2 Türen rein. Und hier kommen noch 2 Fenster rein, 2 hoch. Hier machen wir natürlich noch Kobbel hin. Da auch. Hier kommen die Fenster rein und hier kommen die Eingangstüren rein. Dann können wir hier beim Hausmeister weitermachen. Der bekommt natürlich auch eine Tür und Fenster. 2 breit und 3 hoch. Dann gehen wir in den Flur und hier gibt es 2 Einzelfenster, auch 3 hoch. Hier in dem Klassenraum haben wir hier bei der Toilette gibt es die Fenster und im Klassenraum natürlich auch. Hier kommen 3 Zweierfenster rein. Eigentlich, die jetzt irgendwie gerade gar nicht passen.
Das ist sehr merkwürdig. Eigentlich sollten die passen. Ja. Dann machen wir das einfach so. Dass wir hier zwei einzelne reinmachen. Und hier zwei Zweier noch. Und dann passt das Ganze mit den Fenstern auch wieder. So, hier kommen dann auch wieder Fenster rein. Da gucken wir auch, ob das passt. Sollte aber eigentlich. Und hier zwei und zwei. Genau, und hier passen genau vier Fenster rein. So. Und da und da noch. Dann gehen wir weiter in die nächste Klasse und dort machen wir das gleiche. Nur die bekommt nur in die Richtung Fenster, denn die anderen Wände sind ja Innenwände. Und hier. Und da noch eins. Dann wieder die Toilette, bekommt da wieder zwei Einzelfenster. Genau. Hier machen wir keine rein. Und hier ist dann die Aula. Und da kommen recht große Fenster rein. Da lassen wir hier zwei frei. 2, 3, 4, 5, 6. Und auf der anderen Seite das gleiche. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder auf der Seite. So. Und so haben wir dann unsere Fenster hier in der Aula auch abgemessen. Ist immer ganz praktisch, wenn ihr so lange Wände habt und nicht genau wisst, wie groß sollen die Fenster werden. Einfach immer abwechselnd erst auf der einen Seite zählen und dann auf der anderen. Und dann hat man eigentlich auch immer ganz gut die, ja, das raus, wie man die Fenster da am besten reinmachen kann. Das Ganze natürlich wieder drei hoch, alle Fenster, und schön mit unserem grauen Glas auffüllen. Und das noch. Und dann das letzte Fenster hier noch. Und dann haben wir hier wieder einen Klassenraum und da wieder das gleiche Prinzip. Hier drei hoch. Und hier haben wir ja auch wieder nur eine Außenwand. Also kommen hier unsere Zweierfenster rein. Und da. Und hier nochmal. Na? Dann haben wir die nächste Klasse. Da kommen auch wieder nur an der Wand die Fenster rein. Und zwei. Und das letzte hier. Dann haben wir hier wieder die Toilette. Da kommen wieder zwei hohe rein. Und dann haben wir hier unser Lehrerzimmer. Da messen wir wieder ab und gucken, wie viele Fenster wir reinkriegen. Es sind drei Zweierfenster, die hier reinkommen. Und dann das Sekretariat noch. Da setzen wir die ein wenig weiter dahin, dann passen hier nämlich auch drei Fenster rein. Machen wir zwei Zweier und ein Einserfenster rein.
Und hier kommen dann zwei Zweier rein. So, dann haben wir hier den Flur noch, wo noch Fenster reinkommen. Und natürlich den Vorraum hier vom Sekretariat, der bekommt auch noch Fenster. So, hier kommen auch noch welche rein. Und dann haben wir die gesamten Fenster des unteren Stockwerkes fertig. War alle drinne. Jawohl. Hier haben wir das ein bisschen anders geregelt wie drüben. Dann würde ich das hier drüben nochmal eben anpassen. Denn das sollte schon relativ gleich sein. Da hatten wir nur zwei Zweierfenster reingemacht. Das machen wir jetzt hier auch eben, dass wir eben hier auch noch zwei Zweierfenster haben, dass es einfach auf beiden Seiten gleich aussieht. Genau. Okay, dann haben wir das soweit fertig. Dann können wir jetzt die Decke drauf machen. Den Garten hier lassen wir immer frei. Also auf jeden Fall bekommt der keine Decke. Da tun wir hier einfach die Decke so umzu. Auch hier gegen das Glas. Gegen mit dem Block. Das bekommt dann später nämlich von oben eine kleine Kante, wenn man dann oben den Boden reinmacht. Da kommt er auch im Koppelboden rein. Und dann hier mit dem Lehm nochmal bekommt das so eine kleine Kante hier. Und deswegen einfach gegen das Glas setzen und dann den Garten freilassen. Und auch ein Stück von den Treppen hier kann man schon freilassen. Und dann können wir die ganze Decke erstmal auffüllen. Wenn die komplette Decke drauf ist, dann haben wir auch schon die erste Etage fertig. Und die nächste Etage machen wir dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann wieder mit dabei. Also bis denn. Ciao, ciao.